Verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe SPD, liebe CDU, tun Sie doch nicht so, als würden Sie hier den Bürgerwillen des Volksentscheids oder den des Wassertisches umsetzen. Sie wissen es doch ganz genau, genau das Gegenteil tun Sie. Es wird Ihnen gesagt, Sie haben die Verantwortung für die schädliche Teilprivatisierung zu tragen. Übrigens damals entgegen des neoliberalen Zeitgeistes, gegen die Grünen und gegen die Linke. Und wir haben das sogar beklagt. Gut, okay, dumme Verträge sind vielleicht nicht gegen Gesetz, aber sie bleiben schlicht dumm. Und Sie haben das sich selbst eingebrockt. Diese politische Fehlentscheidung und die Folgen haben auch Sie zu verantworten. Und nun zu dem heutigen RWE-Deal. Sie wollen damit 650 Millionen ausgeben, aber an den Vertragskonstellationen verändert sich gar nichts. Das Geschäft ist mit hohen Risiken für die Zukunft verbunden. Die Refinanzierung basiert auf einer Bindung von 30 Jahren und lässt keinen Spielraum für eine weitere Wasserpreissenkung zu. Da muss man eben nur mal die Abwasserpreise senken, was wir ja richtig finden würden. Oder die Zinsen müssen sich ändern. Schon haut Ihre Refinanzierung nicht mehr hin. Problem dann, Zins und Tilgung gegebenenfalls aus dem Haushalt finanzieren zu müssen, das hat ja in 2, in 5 oder in 10 Jahren nicht mehr Herr Wowereit oder nicht mehr Herr Nussbaum. Das müssen ja dann andere bezahlen. Finanzpolitisch ist das riskant. Und was erhalten Sie im Gegenzug für dieses Risiko? Gar nichts. Und was Sie hier uns sagen, ist, dass Sie sich davon mehr Einfluss gegenüber Veolia erhoffen. Das mag ja, Herr Ströter, gesellschaftsrechtlich vielleicht richtig sein. Aber denken Sie doch mal darüber nach. Sie haben uns hier nichts vorgelegt, in welche Richtung das weitergehen soll. Alles, was Sie wollen, hängt von der Zustimmung von Veolia ab. Und Veolia ist durch die schlechten Konsortialverträge, die Sie gemacht haben, immer in der Lage, zu allem Nein zu sagen. Und Veolia weiß doch ganz genau, Sie geben jetzt 650 Millionen für die RWE-Anteile aus, ohne dass Sie uns hier vorlegen, wie es weitergehen soll. Und das wissen Sie ganz genau. Wenn kein zweiter Schritt erfolgt, dann war das ein Stranded Investment. Dann haben Sie 650 Millionen für nichts ausgegeben. Wo ist denn Ihr Vertrag? Wo ist denn die Klarstellung, wie es weitergeht? Nichts legen Sie uns hier vor. Und genau deshalb bringen Sie Veolia in die stärkere Position. Und ich sehe Sie doch schon im Hauptausschuss sitzen. Da werden Sie dann nämlich sagen, jetzt haben wir schon 650 Millionen ausgegeben. Und damit es nicht umsonst war, kostet uns der nächste Schritt 700 oder 800 Millionen. Und dem müssen Sie jetzt zustimmen, weil wir haben ja schon 650 Millionen ausgegeben. Das wäre ja sonst in den Sand gesetzt gewesen. Und was wir von Ihnen fordern, ist eine Gesamtlösung. Weil das, was Sie machen, ist 650 Millionen ausgeben für nichts. Wo ist denn der Vertrag? Sie legen hier nichts vor. Und wissen Sie, was der richtige Abschaum ist? Sie erwarten von diesem Parlament, 650 Millionen auszugeben, ohne dass wir wissen, wo sie überhaupt hinwollen. Die SPD will nämlich die ganze Bäckerei, während die CDU mit Veolia zusammen weitermachen will und am liebsten denen noch mehr Gewinne vielleicht hinterher tragen möchte. Wir sollen hier 650 Millionen für diesen Deal zustimmen, ohne dass wir wissen, wohin es überhaupt weitergeht, ohne dass wir überhaupt wissen, welcher Weg gegangen werden soll. Sie rennen in komplett unterschiedliche Richtungen. Und am Ende müssen das die Berlinerinnen und Berliner bezahlen. Und alles, was Sie vorgeben, machen zu wollen, hängt von einer Zustimmung von Veolia ab. Und das haben Sie damit nicht erreicht. Und ich sage Ihnen noch was. Werfen Sie meiner Fraktion nie wieder Wünsch dir was Politik vor, wenn es um sozialere Mietenpolitik geht, wenn es um mehr Klimaschutz oder bessere Bildung geht. Ihre schädliche Politik ist richtig teuer. Sie haben damals das Ding verbockt mit dem Bankenskandal und mit der Teilprivatisierung unter Schwarz-Rot. Und was machen Sie heute? Heute geben Sie 1,4 Milliarden für diese schwarzen Löcher aus. Also kommen Sie nicht und werfen meiner Fraktion noch mal Wünsch dir was Politik vor. Also statt den Bürgerwillen des Volksentscheids umzusetzen, betreiben Sie für 650 Millionen Euro nur Aktionismus. Eine verantwortungsvolle Regierungspolitik sieht definitiv anders aus.